Hallo, ich starte 2021 bewusst mit diesem Video, weil ich glaube, es wird Zeit. Ich glaube, es ist soweit. Ich möchte das gerne mit euch teilen. Ich möchte euch gerne reinen Wein einschenken, wie man so schön sagt, und euch erzählen, was 2020 bei mir los war. Ich habe euch Ende 2020 auf Instagram gefragt, wie euch mein Content so gefallen hat, was ihr gerne anders haben wollen würdet, was euch gefehlt hat, was ihr gerne mochtet, einfach um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen und auch dann so meine Ideen da so einfließen zu lassen, und habe überraschend oft die Antwort bekommen: Ach, weißt du, Ella, eigentlich so am Content ist alles schick, aber ich habe eben ein bisschen das Gefühl, dass du dich zurückgezogen hast, dass du nicht mehr so offen bist, dass du irgendeinen Teil von dir gerade versteckst. Und ich habe lange darüber nachgedacht und muss euch recht geben, das stimmt. Ich habe mich zurückgezogen, und das liegt nicht daran, dass das Internet falsch ist oder dass ihr irgendwas gemacht habt, sondern einfach daran, dass 2020 meine Welt auf den Kopf gestellt hat. Bevor ich jetzt aber genauer erzähle, was nun eigentlich los ist und all die Sachen auf den Tisch lege, wollte ich ganz kurz die Gelegenheit nutzen und Danke sagen. Danke an alle Leute da draußen, die gesehen haben, dass es mir nicht gut geht, die die Trauer gesehen haben, die Angst gesehen haben, die Überforderung gesehen haben und die keine Fragen gestellt haben, sondern die sehr respektvoll waren und mir einfach liebe Nachrichten geschrieben haben, mir Mut gemacht haben, ohne zu wissen, was los ist. Und ja, ich glaube, ich muss es einfach auch mal aussprechen. Ihr habt teilweise wirklich mir Abende gerettet, an denen ich dachte, die Welt geht unter, ohne zu wissen, was los ist. Und das bedeutet mir sehr viel, und ich wollte einfach mal Danke sagen für all die Liebe, die da in den letzten Wochen über Nachrichten und E-Mails und so weiter kam. Ich bin grundsätzlich jemand, der seine Probleme und seine Ängste und all das mit sich selbst ausmacht. Ich bin niemand, der hausieren geht mit Dingen, die mir schwerfallen oder die schwierig sind in meinem Leben. Ich habe tatsächlich jetzt auch gerade so in den letzten Wochen immer wieder von Freunden gehört: Mann, Ella, warum hast du denn nicht angerufen? Warum hast du nichts gesagt? Es liegt nicht daran, dass ich meinen Freunden nicht vertraue oder euch in dem Fall, wenn ich Dinge mit euch nicht teile, sondern wirklich daran, dass ich meistens erstmal einen Moment für mich brauche, um zu sortieren und eben auch immer so ein bisschen die Angst habe, zu viel zu sein. Und ich glaube, wir haben einfach alle unsere Päckchen und alle Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und die schwierig für uns sind. Und ich möchte einfach niemandem meins nach oben drauf packen, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen bin ich eher verschlossen, wenn es mir nicht gut geht. 2020 war, glaube ich, für viele von uns hart, wegen der aktuellen Situation, die ja auch nach wie vor anhält. Und ich glaube, viele von uns hatten so ein bisschen auch Probleme, sich da reinzufinden. Bei mir kam jetzt hinzu, dass 2019 auch schon ein schwieriges Jahr war. Und das sage ich jetzt nicht mit mir geht's ja so schlecht. Aber ja, es gehört einfach zum Leben, dass man gute und schlechte Jahre hat. Und ich hatte jetzt eben zwei sehr harte Jahre, in denen viele Dinge passiert sind, die sehr schwierig für mich waren und die ich aufarbeiten musste und irgendwie auch mit denen ich umgehen musste. Und 2020 war insofern hart, weil, ja, sich einfach grundlegend Dinge verändert haben. Ich glaube, einige von euch ahnen es schon, andere wird es jetzt vielleicht überraschen. Es stimmt, Fritz und ich, wir sind kein Paar mehr. So einige haben gemerkt, dass ich den Ring nicht mehr trage, dass er in den Videos im Hintergrund verschwindet, dass er keine Hintergrundkommentare mehr reinwirft oder immer weniger davon. Und ich weiß, ich bin niemandem eine Erklärung da draußen schuldig, aber andererseits habe ich euch auch über Jahre an meinem Glück teilhaben lassen und an den guten Momenten, und ich finde es nur fair, euch dann auch an diesem Moment teilhaben zu lassen, so schwer er auch ist. Fritz und ich, wir waren schon immer sehr unterschiedliche Menschen. Das habe ich auch immer wieder in Videos betont, und ich habe das nie als Problem gesehen, sondern eher als Chance, als unsere Stärke. Wir haben uns jahrelang wirklich sehr gut getan, weil wir so gegensätzlich waren und weil wir uns gegenseitig immer wieder auch den Horizont erweitert haben, uns Dinge beigebracht haben, Dinge gefordert und gefördert haben und uns auch immer wieder gezwungen haben, gegenseitig einen anderen Blickwinkel auf Dinge zu kriegen. Wir haben aber all die Jahre auch immer wieder gesagt, dass wir so lange zusammenbleiben möchten, wie wir uns gegenseitig glücklich machen. Das haben wir auch rund um die Hochzeit gesagt. Wenn ihr da schon dabei wart, dann habt ihr das mich auch mehrfach sagen hören. Selbst in so einem glücklichen Moment, wo man ja nun wirklich nicht damit rechnet, dass es jemals anders sein könnte, haben wir immer wieder gesagt, nur solange wir uns beide glücklich machen. Weil für uns beide, glaube ich, das Schlimmste im Leben wäre, in einer Situation festzustecken, die uns unglücklich macht, weil man das so macht oder weil das von einem erwartet wird. Wir haben beide, glaube ich, keine Lust, unser Leben unglücklich zu verbringen. Und auch wenn wir uns das, glaube ich, beide lange, lange nicht vorstellen konnten, ist genau das eingetreten. Wir
machen uns nicht mehr glücklich. Wir haben uns, glaube ich, in den letzten 2 Jahren beide extrem verändert. Beide auch nochmal mehr gefestigt in unserer Persönlichkeit und eben auch in unseren Ansichten und Ideen vom Leben. Und das ist schwierig, wenn man das so merkt, wenn man das an sich erkennt, okay, krass, ich entwickle mich gerade und irgendwie entwickle ich mich nicht mehr in seine Richtung, sondern irgendwie geht es auseinander und wir haben wirklich Ewigkeiten und Monate lang versucht, Kompromisse zu finden. Wir haben versucht, Lösungen zu finden, Gespräche geführt und so weiter. Und an irgendeinem Punkt, als wir gemerkt haben, scheiße, es gibt für bestimmte Dinge keine Kompromisse, haben wir angefangen zu streiten. Und ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, dass wir immer fair dabei waren und uns nicht gegenseitig verletzt haben. Aber es wäre einfach nicht ehrlich. Natürlich haben wir uns verletzt und natürlich waren wir ungerecht. Aber wir haben es nicht gemacht, um uns zu verletzen, sondern weil wir, glaube ich, beide einfach heillos überfordert waren, damit zu erkennen, dass wir nicht nur uns auseinanderentwickeln, das allererste Mal, seit wir zusammen sind, sondern dass wir auch unser Gefühl zueinander verändern, dass die Liebe so nicht mehr da ist und dass sich das Ganze einfach dreht. Wir haben versucht zu kitten, wir haben versucht, Sachen zu verändern, natürlich auch immer mit dem Gedanken, verdammt, wir haben ein Kind zusammen, wir müssen das hier irgendwie hinkriegen. Aber immer wieder ist uns eben auch der Satz in den Kopf gekommen, den wir uns so viele Jahre immer gesagt haben, nur solange wir uns beide glücklich machen. Und im Sommer haben wir dann irgendwann uns gegenseitig ins Gesicht geguckt und gesagt, wir machen uns nicht mehr glücklich. Ich bin nicht mehr in der Lage dazu, dich glücklich zu machen. Ich schaffe es nicht mit dem, wie ich bin und was ich mir wünsche, dass du glücklich bist in deinem Leben. Und ja, wir haben nach 17 Jahren beschlossen, dass wir kein Paar mehr sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch das jetzt nicht verstehen können, was ich gleich sage, aber ich will es trotzdem aussprechen, weil es die Wahrheit ist. Es tut mir leid, dass ich all diese Sachen jetzt erst mit euch teile. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für euch schwierig war, die letzten Monate Sachen einzuordnen und das mit anzusehen und zu merken, dass eine Veränderung da ist, aber nicht so richtig zu wissen, was passiert und nur spekulieren zu können. Ich glaube, jeder, der sowas schon mal erlebt hat, weiß, dass diese Erkenntnis hart genug ist und dass man da wirklich auch mit sich zu tun hat und erstmal sortieren muss und einen Weg finden muss, damit umzugehen. Ich habe in der Zeit sehr viel darüber nachgedacht, wie interessant es eigentlich ist, dass wir Hochzeiten und Schwangerschaften und all das super gerne mit der Öffentlichkeit teilen. Und jetzt rede ich nicht immer nur von Influencern, sondern auch, wenn man so an sich privat denkt, solche Momente teilt man auf Facebook und schickt seinen Freunden Fotos und so weiter. Aber Trennungen sind was, was sehr privat und im sehr kleinen Kreis passiert. Ich glaube zum einen, weil es scheiße wehtut und zum anderen, weil es eben auch, ja, es fühlt sich an wie Versagen. Es fühlt sich an, als hätte man was falsch gemacht, als wäre man nicht richtig und das teilt man nicht gerne mit Leuten. Ich weiß, dass 99,9% von euch Schätze sind und mir nie irgendwas Gemeines schreiben würden, aber ich habe eben auch über die letzten Monate, bevor überhaupt eine Entscheidung bei uns gefallen ist und wir angefangen haben, so zu wackeln und Sachen zu sortieren und so weiter, so viele Kommentare bekommen, die einfach echt wehgetan haben. Und in so einem Moment, wo man anfängt zu sortieren und merkt, scheiße, bei uns läuft es nicht und es knirscht und was können wir machen, hilft es nicht, das alles zu lesen. Und ich habe sehr, sehr viel davon gelöscht. Ich habe einiges als Screenshots gemacht, weil ich dachte, ich möchte es nicht nur sagen, sondern ich will euch auch beweisen können, dass es so ist. Aber andererseits möchte ich nicht, dass Vimi jemals diese Kommentare liest. Deswegen, ja, werde ich sie nicht einblenden. Aber da sind echt teilweise Sachen geschrieben worden, die richtig unter die Gürtellinie gehen. Und natürlich, wenn man dann sowieso schon so mit sich zu tun hat, ist es nicht einfach, sich dem dann zu stellen. Ich glaube, das können die meisten von euch auch gut nachvollziehen. Aktuell ist es so, dass Fritz seit ungefähr einem Monat ausgezogen ist. Wir haben noch ein paar Monate zusammen gewohnt, einfach um sicher zu sein, aber auch, weil die Wohnungssituation in Berlin einfach die Katastrophe ist. Und für uns war ganz wichtig, dass Fritz irgendwie in der Nähe eine Wohnung findet. Die allerhöchste Priorität für uns in der Situation ist immer Vimi. Wir wollen einfach Lösungen finden und auch einen Umgang miteinander haben, der für Vimi gut ist. Denn nur weil wir als Paar nicht mehr funktionieren, heißt das nicht, dass es irgendwie auf Vimis Schultern ausgetragen werden sollte. Wir möchten einfach zu keinem Zeitpunkt, dass er das Gefühl hat, er ist an irgendwas schuld. Und ich glaube, jeder von euch, der schon mal als Kind eine Trennung erlebt hat, weiß, dass man sich als Kind sehr gerne den Schuh anzieht und denkt, okay, ich hätte was anders machen müssen oder ich hätte mich anders verhalten müssen oder nur weil ich existiere, bla bla bla. Und das ist einfach nicht der Fall. Vimi ist nicht schuld. Vimi ist unser größtes Glück nach wie vor. Und ich glaube, es ist auch in unserem Fall überhaupt nicht sinnvoll, die Schuldfrage zu stellen, denn es hat niemand Schuld. Keiner von uns hat dem anderen Unrecht getan. Wir haben einfach festgestellt, dass es nicht mehr passt. Uns ist am Ende das Leben passiert. Und das ist nicht weniger schmerzhaft, aber
es ist, wie es ist. Wir haben uns einfach verändert. Und ich habe auch immer wieder zu Fritz gesagt, ich bin einfach dankbar, dass wir uns so viele Jahre gemeinsam entwickelt haben. Wenn man sich überlegt, wie jung wir waren, als wir uns kennengelernt haben, das ist nicht selbstverständlich, dass man sich so viele Jahre gemeinsam entwickelt und gemeinsame Ziele hat und gemeinsame Träume. Und es ist eben auch normal, dass es irgendwann mal nichts mehr so ist. Und es hätte sein können, dass wir es trotzdem irgendwie hinkriegen, aber das haben wir nicht. Ich glaube, wirklich wichtig fürs Leben ist, nicht immer zu sitzen und zu sagen, warum passiert mir das, was für eine Scheißsituation, warum ausgerechnet ich, warum hätte es nicht anders sein können, sondern sich hinzusetzen und zu sagen, das ist einfach so, wir können es nicht ändern, wir haben wirklich versucht, wir haben gekämpft, aber es funktioniert nicht. Und es hilft mir nicht, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, es ist alles scheiße, sondern mein Job ist jetzt zu überlegen, wie kann ich das Beste aus der Situation machen. Wir haben für uns beschlossen, das ist keine Empfehlung, ich glaube, da muss jedes Paar auch für sich gucken, auch wie der Umgang so funktioniert. Aber wir haben für uns beschlossen, dass wir Vimy 50-50 teilen. Wir haben eine sehr, sehr liebe Freundin, die ist Kinderpsychologin, die habe ich angerufen und habe ihr die Situation geschildert. Die kennt Vimy auch und habe eben mit ihr beraten, was da sinnvoll ist, was wir tun können, weil für uns beide ganz wichtig war, dass keiner von uns in irgendeiner Form ein Wochenendelternteil wird. Wir wollen beide teilhaben an dem Leben unseres Sohnes. Wir wollen ihn aufwachsen sehen. Wir wollen nichts verpassen. Und sie hat eben vorgeschlagen, dieses Modell auszuprobieren. Das heißt, eine Woche ist Vimy bei mir und eine Woche bei Fritz. Wir haben die Wohnungen sehr nah beieinander, sodass, wenn Vimy abends irgendwie Mama weh hat oder Papa weh, können wir uns gegenseitig anrufen und sagen, komm doch rum zum Armbrot. Und er hat dann trotzdem uns beide und wir bringen ihn trotzdem beide ins Bett. Bis jetzt, toi toi toi, funktioniert das super. Vimy hat das absolut angenommen. Er liebt, dass er zwei Zimmer hat. Er mag auch, dass natürlich er jede Woche ein frisches Elternteil kriegt. Und bis jetzt merken wir nicht, dass es ihn in irgendeiner Form belastet. Wir haben aber sehr gut ein Auge drauf, weil es sich natürlich auch jederzeit ändern kann. Und es wird bestimmt Phasen geben, in denen das schwieriger für ihn wird. Aber alles, was wir jetzt machen können, ist wirklich darauf zu achten, wie geht's ihm und Veränderungen festzustellen und eben dann dementsprechend darauf zu reagieren. Und wie gesagt, machen wir das Gott sei Dank oder müssen das Gott sei Dank nicht alleine machen, sondern wir haben Unterstützung, die auch da ein bisschen ein Auge mit uns drauf hat und auch Veränderungen mit uns gemeinsam erkennen kann. Einige werden auch nach den Katzen fragen. Was die Katzen angeht, haben wir lange hin und her überlegt, wie wir es lösen. Wir lieben sie beide. Ich habe das schon mal gesagt und ich weiß, da stoße ich auch immer wieder auf Unverständnis bei Leuten, die eben nicht so eine Tierfreunde sind. Das ist auch vollkommen okay. Aber für mich sind die Katzen wie meine Kinder. Finny ist mein Erstgeborener, der ist einfach der süßeste Kater der Welt und ich habe monatelang mit ihm im Arm geschlafen, weil er solche Angst hatte nach dem Tierheim und die Bindung, die wir zu den Tieren haben, beide, ist einfach riesengroß und es war für uns beide ganz, ganz schwer, da irgendwie eine Lösung zu finden. Ich habe irgendwann zu Fritz gesagt, weißt du, ich habe irgendwie einen relativ großen Freundeskreis, was nicht heißt, dass ich 100.000 Freunde habe, aber ich habe so 5, 6 sehr enge Menschen. Ich habe Kontakt zu meiner Familie und zu deiner Familie und für ihn ist das einfach nicht so wichtig. Er braucht das nicht so sehr und meine Sorge war eben, dass er jetzt einfach dann über die Zeit einsam ist und sich nicht gut fühlt und dann auch in der neuen Situation nicht gut fühlt und ich wollte, dass er sich gut fühlt und habe dann eben vorgeschlagen, dass er die Katzen mitnimmt. Das war sehr schwer, weil ich sie, wie gesagt, wahnsinnig liebe und es ist keine leichte Entscheidung gewesen. Und er hat sie dann auch eine Woche bei sich gehabt und seine Wohnung ist ein Stückchen kleiner und ein bisschen auch lauter. Und für die Katzen war es in seiner Wohnung sehr schwer, wenn Vimy da war, in irgendeiner Form eine Rückzugsmöglichkeit zu finden, sodass wir dann nach einer Woche, nachdem wir uns das angeguckt haben, gesagt haben, das geht so nicht. Die Katzen sind da nicht glücklich und auch wenn der Gedanke ein guter war, aber das funktioniert für die Katzen nicht. Sie haben bei mir mehr Platz, sie können ausgucken und eben wenn Vimy da ist, haben sie trotzdem Räume, in die sie sich zurückziehen können. Also habe ich die Katzen jetzt wieder. Zum einen ist es natürlich schön, weil ich total dankbar bin, dass ich sie haben kann, dass sie bei mir sind. Ich liebe sie so sehr, aber zum anderen weiß ich eben auch, es ist irgendwie bittersüß, weil ich weiß, für Fritz ist das sehr, sehr schwer. Aber er ist ja oft zu Besuch, dadurch, dass er sowieso auch oft dann zum Armbrot kommt, um Vimy zu sehen, wenn Vimy dann bei mir ist. Deswegen sieht er die Katzen sowieso auch regelmäßig und wenn er Sehnsucht hätte, dann kann er trotzdem jederzeit vorbeikommen. Also ich glaube, das funktioniert für jetzt erstmal ganz gut. Sollte Fritz irgendwie jemanden kennenlernen und ein Haus bauen und dann einen Garten haben, dann reden wir nochmal, weil für uns ist auch an der Stelle wieder total wichtig, dass es für die Katzen immer die beste Lösung ist. Ich bin wirklich, muss ich sagen, sehr stolz auf Fritz und mich, dass wir trotz allem es geschafft haben, Freunde zu sein, wirklich Freunde zu sein. Ich kann hier wirklich aus vollem Herzen sitzen und sagen, ich hoffe, 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 dass er bald eine Frau findet, die einfach besser zu ihm passt, die seinen Weg mit ihm gehen kann und die ihm nicht das Gefühl gibt, dass die Kompromisse, die sie eingeht, sie unglücklich machen, sondern die wirklich auch ähnliche Ideen davon hat, wie das Leben auszusehen hat. Er ist einfach ein toller Mann, er hat ein riesengroßes Herz und ich bin sicher, dass er
jemanden findet, der einfach besser zu ihm passt jetzt. Ich bin so froh, dass wir es geschafft haben, dass wir weiterhin unser Leben irgendwie miteinander teilen. Natürlich ganz anders als vorher, aber wir haben uns nicht verloren. Und das ist nicht nur für uns eine Riesenbereicherung, weil wir eben auch nach wie vor uns gegenseitig unterstützen mit Dingen. Das ist auch für Wimmy total schön, dass er weiß, wenn Mama und Papa aufeinandertreffen, gibt es keinen Streit, es gibt keinen unterschwelligen Druck. Wir reden ganz normal, wie Freunde eben miteinander reden und machen Quatsch mit unserem Sohn und gucken ihm einfach beim Großwerden zu. Ich weiß, dass solche Situationen nicht nur im Internet, sondern auch im Privatleben immer Anlass bieten für Menschen zu spekulieren. Dinge zu behaupten, sich Sachen auszudenken und sich Sachen einzureden, die sie ganz sicher wissen, aber am Ende können nur Fritz und ich wissen, was zu unserer Trennung geführt hat. Ich weiß, dass es trotzdem Leute geben wird, die da spekulieren. Ganz kurz als euch zur Info, für mich ist auch jetzt ganz, ganz wichtig, mein Kind zu beschützen. Das heißt, wenn ich Kommentare lese, die unter die Gürtellinie gehen, die Dinge behaupten, die einfach nicht wahr sind, werde ich sie löschen. Ich werde teilweise auch dann, je nachdem, wie schlimm der Kommentar ist, Leute blockieren. Es hat für mich nichts mit einer Zensur zu tun, sondern wirklich einfach mit einem Beschützen meines Kindes zu tun, weil ich einfach niemals möchte, dass er diese Dinge lesen muss, auch wenn er älter ist. Wenn es zu krass wird, werde ich auch Kommentare deaktivieren. Ihr wisst, das mache ich sonst nie, aber in dem Fall ist es für mich einfach ganz, ganz wichtig, mein Kind zu beschützen. Und ich glaube, das können alle Eltern da draußen verstehen. Ich glaube, so viel ändert sich für euch eigentlich nichts. Es ist weiterhin mein Kanal und ich spreche weiterhin über Dinge, die mich bewegen. Fritz und ich werden weiterhin an den Kalendern gemeinsam arbeiten, wie wir es auch dieses Jahr am Ende des Jahres gemacht haben. Wir arbeiten gerne miteinander, wir sind ein gutes Team, was das angeht und wir wollen das auch nicht anders haben. Ich bin einfach froh, dass es jetzt raus ist, dass ich es ausgesprochen habe und jetzt einfach auch offener wieder mit euch meinen Alltag teilen kann und die neue Situation teilen kann und eben auch mit euch darüber sprechen, was in der neuen Situation schwierig ist und was gut funktioniert. Und vielleicht auch hier und da, wenn ich dann mal einen Tipp habe. Aktuell, wie gesagt, sortieren wir immer noch und versuchen für die verschiedensten Situationen gute Lösungen zu finden. Aber wenn ich dann mal was habe, was funktioniert, das eben auch teilen zu können, für den Fall, dass es jemandem da draußen hilft. Eine Sache aber, die ich gelernt habe jetzt in den letzten Monaten, ist, dass ich, und ich sage jetzt vorerst, es kann aber sein, dass es wirklich auch für immer so bleibt, dass ich vorerst meinen Beziehungsstatus nicht mit euch teile. Dass ich nicht mehr darüber spreche, wenn ich jemanden kennenlerne, ob ich jemanden kennenlerne, ob ich Single bin. Einfach, weil ich glaube, dass Beziehungen und Liebe teilen so lange Spaß macht, wie alles gut ist. Und in dem Moment, wo man struggelt, dass die Sachen einfach noch schwieriger macht. Es hilft nicht, wenn man in seiner Beziehung unsicher wird und Dinge hinterfragt und anfängt zu streiten, Kommentare zu lesen, die spekulieren. Tausend Dank an alle, die in den letzten Monaten so viel Respekt hatten, die ihre Neugier in den Griff gekriegt haben und nicht immer zu nachgefragt haben. Ich weiß das sehr zu schätzen. Auch die ganze Liebe, die da kam, über alle möglichen Wege. Das bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel. Das Leben ist nicht perfekt. Man liebt, man fällt, man wächst, man entwickelt sich weiter, man geht neue Wege, man probiert Sachen aus, man hat manchmal Erfolg und manchmal läuft eben alles scheiße. Manchmal wird man geliebt und manchmal eben nicht. Und das ist vollkommen okay. Das gehört zum Leben und ich möchte nichts davon missen. Egal wie schmerzhaft manche Sachen sind, möchte ich das alles genauso, weil ich nie, nie, nie aufhören will, meinem Herzen zu folgen. Auch wenn es manchmal wirklich heftig ist, Entscheidungen zu treffen, die einen nicht nur selbst betreffen. Aber wenn man merkt, dass man nicht glücklich ist, finde ich, sollte man was verändern. Mein Opi hat immer wieder gesagt, das Leben ist so kurz und je älter ich werde, desto mehr sehe ich, dass er recht hatte und ich habe nicht vor, auch nur eine Sekunde meines Lebens zu verschwenden, damit Erwartungen anderer zu erfüllen oder Dinge zu tun, die mir nicht gut tun. Womit ich nicht sage, dass ich nicht natürlich auch mal durch schwierige Phasen gehe und für Sachen kämpfe, aber auf Dauer möchte ich einfach wissen, dass ich immer auf mich vertraue und mein Herz. Und das tue ich. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich freue mich auf das neue Kapitel. Und ansonsten hoffe ich, es geht euch gut. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Bis dann.